So, willkommen Freunde bei einem neuen Projekt. Wir spielen heute Hawken. Das ist ein Free-to-Play-Shooter und dabei steuern wir einen Kampfroboter, einen großen Mech. Hab in den Kommentaren auch schon so ein bisschen gestöbert bei Steam und da steht drin, dass man das Spiel wohl auch ohne Echtgeld ganz gut vorantreiben können soll. Und dann würde ich sagen, wir werden gleich erstmal wegen Inaktivität rausgeschmissen. Wir stürzen uns einfach in Kampf. Wir spielen Team Deathmatch. Das steht 4-4. Wir sind im blauen Team. Und wir haben ja auch so ein paar verschiedene... Moment, ich muss mal kurz was stellen. Wir haben auch so ein paar verschiedene Möglichkeiten hier. Also zum einen haben wir eine Fähigkeit, die wir mit F aktivieren können. Da können wir die Überhitzung unserer Waffe ignorieren kurzzeitig. Gegner gesichtet. Der blaue Balken ist unsere Lebensenergie und der weiße Balken ist unser Treibstoff. Den brauchen wir zum Schweben zum Beispiel oder zum Ausweichen. Und jetzt geht's ja erstmal auf die Fresse, du kleiner Toaster für Arme. Komm her. Yes. Eiskalt vernichtet. So, da sind gleich noch mehr. Bäm, von hinten nehmen wir euch ran hier im Doggy-Style. Jawohl, Gangbang. Schweben wir hier von oben, dann kommt die Scheiße nämlich auf die... Kopfhaut geklatscht, kommt die. So, du auch noch dran. Was? Komm her. Du bist doch wohl hier ein Terminator für Arme, bist du. Oh, überhitzt. So, können wir jetzt... Ah, ne, den hat uns irgendeiner aus dem Team geklaut. Aber egal. Und wenn wir C drücken, ich mach das mal, C gedrückt halten, dann kommt so eine kleine Drohne und die repariert uns. In dieser Zeit sind wir nicht kampffähig, aber füllen halt unsere Schilde wieder auf. So, jetzt sind wir wieder kampfbereit. Aua, wer hat uns getroffen? Und wir haben noch Spezialfähigkeiten, zum Beispiel können wir auch so ein großes Schild... Oh, da hinten. Ah, Moment, ich gehe gleich weiter. Jetzt muss ich erstmal ein bisschen für Altmetall und Schrott sorgen. Komm her. Der ist gut gepanzert. Aber das wird dir nicht helfen. Doch, das hilft ihm. Verdammt. Scheiße. Genau, wir haben verschiedene Fähigkeiten. Wir können zum Beispiel so ein großes Schild platzieren. Das sieht dann so ein bisschen wie so eine Blase aus. Und da kommt dann kein Schuss durch. Bewegt sich allerdings dann nicht mit uns mit, ist also dann starr auf dem Boden. Und ja, man kann halt mit dem weiteren Fortschritt hier in dem Spiel, kann man sich neue Waffen und so weiter freischalten lassen und seinen eigenen Mech zusammenbauen und dann immer weiter ausrüsten, nach eigenem Belieben. Aber jetzt Chris, komm! Wo ist er denn jetzt? Wir sind gleich im Arsch, wir müssen flüchten. Scheiße, wir haben es nicht geschafft. Batsch. Und ein weiterer kaputter Roboter auf dem großen Schlachthof des Lebens. Schlachthof? Ich meine Schrottplatz. Es gibt hier noch verschiedene andere Klassen so oder Vorauswahl, die wir treffen können. Wir können den Bruiser, keine Ahnung. Den nehmen wir jetzt einfach mal. Mal gucken, was der so kann. Der hat zum Beispiel... Ah, da haben wir jetzt die Fähigkeit mit dem Schild. So, wir befragen die Minimap. Zu unserer Linken befindet sich unser Team. Also machen wir uns mal auf dorthin. So, schöne Map hier. Es gibt verschiedene Maps. Das ist die zweite andere Map, die ich jetzt hier von dem Spiel sehe. Wie gesagt, ich habe das auch nur kurz angetestet mal. Tutorial gespielt und mal zwei kleine Team-Deathmatch mitgemacht, damit ich weiß, wie der Hase läuft. Wo der Hund begraben liegt. Da hinten ballern wir einfach mal. Komm, vielleicht kriegen wir noch... Yes! Und da, du willst auch noch Spaß hast du. Kannst du haben. Aua, wir müssen mies einstecken. Komm. Unser Team macht den Rest vor sich. Nein? Komm, jetzt. Nein, ich nehme dich mit. Ich nehme dich mit, du Penner. Haben wir es geschafft? Nein, da hinten läuft er. Der kleine gepanzerte Toaster. Nummer Johnny 5 ist tot. Oh nein. So, wieder in die Schlacht hier. So, wir schweben mal ein wenig durch die Gegend. So, wo ist denn jetzt das Gegnerteam? Das ist sehr ausgeglichen. 16-14 steht es. 16-15. Und wir müssen natürlich ein bisschen aufpassen, dass wir nicht in die Gegnerhorden reinrennen, weil dann würden wir ihnen einfach nur einen weiteren Kill schenken. Also ist der taktische Rückzug zeitweise schon mal angebracht. So, wo sind denn die Leute jetzt hier? Wo findet denn jetzt die... Oh. Da oben versteckst du dich. Du bist aber frech. Clevere Idee. Wird dir aber nicht helfen. Doch, wird ihm helfen. Verdammt. Wo ist denn unser Team? Ich hatte vorhin mal eine kleine Runde gespielt. Da hatten wir ein super Team erwischt. Hier haben wir anscheinend jetzt nicht so viel Glück. So, ich nehme aber wieder den Assault. Irgendwie liegt er mir mehr mit seinem dicken MG.
Er ist halt einfach voll drauf auf die Presse. Da. Komm, ich helfe dir. Komm mit mir. In den Angriff. Wo ist ja unser Kollege jetzt? So, jetzt haben wir unsere Fähigkeit aktiviert und können weiterschießen, ohne dass hier was überhitzt sofort. Wir sind gerade ziemlich alleine gegen drei. Wir versuchen den Rückzug. So, jetzt drücken wir C, reparieren uns, hoffen, dass wir das überleben und nicht abgeschossen werden. Ich glaube, das klappt aber. Komm, schweiß ein bisschen schneller, kleine Drohne. Okay. Und jetzt gehen wir zurück in die Schlacht. Da sehen wir doch einen. Da, komm. Du willst unseren Kollegen plätten. Nee, 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 nein. So. Den haben wir zerstört. Oh, au, 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 mein Arsch. Geh weg. Na, jetzt kriegst du doch Schiss, ne? Na, komm, 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 komm. Jetzt komm ich. Jetzt geh ich doch auch mal auf die Eier, Junge. Ja, du auch gleich noch. Fähigkeit aktivieren und weiter ballern. Nehmen sie jetzt alle auseinander. Jetzt reicht's uns. Jetzt kommen wir zurück. Jetzt gibt's Rache. Jawoll. So, ganz schnell reparieren. Wir haben noch einen Lebenspunkt. Das war mal richtig fucking, fucking awesome knapp. Ach du Scheiße. Aber das war alles so geplant. So, unser Team ist in Führung. Ah, jetzt unterstützen wir unser Team beim Gegenschlag. Da hinten war noch einer eben. Auf der Minimap sieht man das. Da ist so ein orangener Balken. Und jetzt schweben wir hier über die durch die Lüfte und... Aha, komm her. Du wirst jetzt mein Opfer sein. Habe ich so beschlossen. Okay. Oh, hier sind viele. Müssen wir aufpassen. Einfach reinballern da. Komm, der ist fast tot. Den schnappen wir uns jetzt. Jawoll. Sehr schön. Und ah, das ist der Gepanzerte wieder. Der unschöne Gepanzerte. Der ist auch zerfetzt worden. Danke, Team. Und ja, du bist auch noch dran. Yes. Wir müssen uns schnell zurückziehen. So, schnell C drücken. Hoffen, dass wir das überleben. Komm, schweiß um dein Leben. Schweiß, wie du noch nie geschweißt hast. Du verschissene Scheiß-Schweißkrone. Los, 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 los. Schneller. Jeden Augenblick kann der Gegner... Oh, da ist er schon. Komm, schaffen wir das. Oh, weg, 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 weg. Was denn jetzt? Wir sind gestört. Wir sind blind. Ah, das war der Falsche. Das gibt Rache, Junge. Niemand macht uns blind. Oh, gibt's voll auf die Fresse. Komm her. Ja, jetzt willst du flüchten, du Feigling, oder was? Nee. So, yes. Einfach nur auseinandergenommen und jetzt sprechen wir voran mit unserem Team. Jetzt klappt das doch schon viel besser mit dem Teamplay hier. So, wir gehen wieder in vollen Angriff. Ja, jetzt willst du flüchten, ne? Nicht mit uns, Freundchen. Komm her. Oh, jetzt sind wir eingekesselt. Wir haben zwei vor uns, einen hinter uns. Dich nehme ich noch mit. Dann kannst du springen, wie du willst. Yes. So, wo ist der nächste? Da hinten. Der gepanzerte. Danke, Team. Mit vereinten Kräften zerstören wir sie. Nehmen sie einfach nur auseinander hier. Wie der Fachhändler beim Elektroschrott. Das macht keinen Sinn. Egal. 34 zu 20 steht's. 5 Minuten noch oder 6 und. Nee, noch 16 Kills oder 5 Minuten zu spielen. Da holen wir uns den nächsten Kill. Komm. Unser Team ballert auch fleißig drauf. Sehr schön. Und da noch einer. Komm her, bleib stehen. Du bist sowieso tot. Hilft dir. Flüchtest du jetzt mal nicht? Ich mach dich kaputt. Ich bin der Todesengel von oben. Hihi. Bam. So muss das sein. Okay. Und wir bleiben hier in unserer Formation. Das klappt sehr, sehr gut. Nutz die Zeit und füllen wir unseren Schild wieder ein bisschen auf. Komm, Schweiß. Mein kleiner Liebling. Gut. So, wir werden gleich angegriffen. Oh, wo? Du Mistsau. Du Mistsau. Was fällt dir eigentlich ein? Ah, oh, shit. Da hat er uns erwischt. Fast hätten wir ihn zerlegt. Ja. Lauf du mal noch rum, so lange wie du kannst. Die Rache wird mein sein und sie wird tödlich sein. Was? Da hinten ist der nächste. Ah, das ist wieder der Gepanzerte. Oh, er kann sich auch wehren. So, scheißegal, wir benutzen die Fähigkeit und ballern weiter. Yeah! Und jetzt müssen wir ganz schnell mal uns wieder zusammenflicken. Hier, komm, schweiß um dein Leben, kleiner Freund. Go, 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 schweiß schneller. In Ordnung, und wir gehen weiter in die Schlacht. Da war irgendwo einer versteckt, sagt mir die Minimap.
Ah, das war der falsche. Wo geht die Party ab? Da hinten? Willst du dich ranschleichen? Nee. Ich bin auch schon da, Freundchen. So einfach mache ich es dir nicht. Ja, dann rennen wir schön. Stirb. Komm, komm, komm. Gleich ist es. Yes, baby, yes. Der Terminator ist unterwegs. So, da hinten soll irgendwo einer sein. Da, jetzt sehe ich dich auch. Komm her. Come on, ja. Gerade benutzt die Fähigkeit. Ballern war. Yes. Und jetzt müssen wir uns ganz schnell reparieren. Come on, schweißen, schweißen, schweißen. Wir dürfen dem Team keinen Kill schenken. Okay, komm, zwei Abschlüsse noch, Jungs. Dann haben wir es geschafft. Der Sieg wird unser sein. Wo seid ihr jetzt? Wo seid ihr? Wo, wo, wo? Von hinten willst du? Nee, nee, nee. Mit mir doch nicht. Und Sieg! Wir haben gewonnen. Yay! Mission Success. Gut, die Teams waren nicht sehr ausgeglichen, wie man sieht. 50 zu 25. Aber das Beste daran ist, wir waren wenigstens im besseren Team. Das wird wahrscheinlich nicht an unserer Leistung liegen haben. Hier sehen wir nochmal unsere Teamgefährten. Die tapferen Kämpfer, die Helden des Schrottplatzes. So, damit habt ihr jetzt einen kleinen Einblick gesehen. Jetzt könnt ihr noch kurz mit dabei sein, wenn wir unsere Belohnung kassieren. Wir haben ein bisschen was freigeschaltet. Dank deines neuen Pilotenrangs hast du die Sicherheitsfreigabe für Consumable Charges. Okay. So, da steigen die XP. Hier kriegen wir jetzt die ganze Währung. Von dem Zeug können wir uns, wie gesagt, neue Waffen und so weiter kaufen und Panzerung und was weiß ich nicht noch alles. Da sieht man es. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann schaut doch gerne auch beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin wünsche ich euch noch eine gute Zeit, eine schöne Zeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.